Willkommen zurück bei Kreativgefühl. Ich bin Sina und heute geht es darum, das vergangene Jahr nochmal so ein bisschen Revue zu passieren. Ich weiß, der Jahreswechsel ist schon ein bisschen her, aber ich habe es jetzt erst geschafft, mich nochmal damit zu beschäftigen, was letztes Jahr eigentlich so los war. Und um diese ganzen Erinnerungen einfach festzuhalten, finde ich es so, so schön, wenn man sich ein Buch macht mit all den Fotos. Und es gibt so viele Möglichkeiten und ich möchte euch heute meine Möglichkeit vorstellen oder meine Variante vorstellen, wie ich ganz persönlich mein Erinnerungsbuch 2019 gemacht habe, worauf ich geachtet habe, was wichtig ist und einfach was wichtig ist, damit es am Ende eine richtig schöne Erinnerung wird. Los geht's! Zuallererst müsst ihr euch natürlich entscheiden, was für eine Art von Buch ihr nehmen möchtet. Und da könnt ihr wirklich so ein typisches Fotoalbum nehmen. Das hatte ich am Anfang auch überlegt. Da gibt es auch wirklich ganz coole Varianten, auch mit so einer Folie, die man da schon im Buch drin hat, wo man dann einfach nur noch die Fotos hinterlegen muss und dann noch andere Sachen auch damit reinlegen kann. Oder man kann Notizen auf kleine Post-its schreiben und die mit reinlegen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Für mich war das jetzt nicht das Richtige, weil ich da einfach nicht genug Fotos reinbekommen habe, weil ich dann doch einige Fotos ausgedruckt habe. Deswegen habe ich mich hier für so ein relativ simples, schlichtes Buch entschieden, was wieder diese Craft-Papierseiten hat, also diese bräunlichen Seiten. Das mag ich persönlich einfach super gerne, das gefällt mir. Den einen oder anderen wird es vielleicht stören, dadurch, dass das Buch einfach keine Ringbindung hat, wird es natürlich am Ende ein bisschen dicker, weil man durch die Fotos natürlich ja, die Seiten gut füllt. Aber ich bin super happy, wie es am Ende geworden ist, weil es einfach nicht so dick geworden ist, wie ich befürchtet habe. Und es gibt auch ein, zwei Tipps, wie ihr darauf achten könnt, damit ihr einfach nicht so ein extrem dickes Buch am Ende habt. Dazu gibt es im Laufe des Videos noch mehr Infos. Ich habe eine ganze Menge an Fotos ausgedruckt. Die meisten waren in dem Format 9 mal irgendwas, also das kleinste Format, was es gab. Ich habe die online bestellt. Das war wirklich die günstigste Alternative. Und ich glaube, es waren bei mir echt um die 80 Fotos und die habe ich dann erstmal sortiert, so ein bisschen thematisch, wann was im Jahr war, welche Fotos zusammengehören und habe das dann zu einem Haufen geformt, der quasi ganz grob einfach in der richtigen zeitlichen Reihenfolge war, wobei ich da das nicht ganz genau genommen habe, sondern es auch so ein bisschen thematisch sortiert habe, aber so, dass es einfach für mich sinnvoll war. Und dann ging es los und ich habe mit der ersten Seite angefangen. Ich habe ganz vorne eine Seite freigelassen, irgendwie mag ich das lieber. Und wundert euch nicht, wenn mal Sachen ein bisschen verschwommen dargestellt sind oder ich noch weitere Zettel über meine Seiten lege, dadurch, dass ich jetzt nicht alle Leute gefragt habe, ob sie in dem Video zu sehen sein möchten oder nicht, versuche ich einfach da so ein bisschen, ja, die Gesichter nicht von allen Leuten zu zeigen, zumindest nicht von den Leuten, wo ich nicht weiß, ob sie das möchten. Die Fotos habe ich dann eingeklebt mit so einem doppelseitigen Tesafilm. Das finde ich super praktisch. Und habe noch Stempel dazu genommen. Die finde ich immer, machen irgendwie so einen total schönen Look. Und habe einfach drauf losgemalt und geschaut, wie ich meine Seiten gestalten kann. Und das ganze Jahr fing natürlich mit Silvester an. Und deswegen habe ich Silvester die erste Seite gewidmet und habe dieses rote Washi-Tape sehr häufig in dem Buch verwendet. Also das ist so die Farbe, die sich so ein bisschen über die Seiten hinweg durchzieht. Was einfach auch daran liegt, dass es eine meiner liebsten Farben ist und einer meiner liebsten Tape-Streifen. Also ich habe mich jetzt nicht für ein komplettes Farbschema entschieden, aber letztendlich sind es dann doch immer recht ähnliche Farben geworden. Nicht immer, aber sehr häufig. Dann habe ich so kleine Sachen noch hinzugemalt, die irgendwie zum Silvester passen, also so ein kleines Feuerwerk und dann noch Sachen dazu geschrieben. So habe ich es die ganze Zeit gemacht, dass ich immer so kleine Texte noch mit hinzugefügt habe, einfach Sachen, an die ich mich erinnern möchte. Und so ging es dann Seite für Seite weiter. Die nächste Seite habe ich meinem Buch gewidmet, was ja Anfang letzten Jahres rauskam und da habe ich dann die drei kleinen Zeichnungen, die hinten auf meinem Buch drauf sind, versucht nochmal abzumalen und auch auf diese Seite zu integrieren, weil die ja für mich auch so ein bisschen das Buchprojekt repräsentieren und das für mich total gut passt. Und da finde ich es auch total schön, wenn man zum Beispiel die Zeichnung so ein bisschen über die Fotos überlappen lässt, damit es harmonischer wirkt und nicht alles so einzeln nebeneinander steht, sondern es so ein bisschen als ein Gesamtbild funktioniert.
Und auch hier habe ich wieder dann ein bisschen was dazu geschrieben und das Ganze dann noch farblich mit ein paar Tape-Streifen aufgehübscht. Und da kann man wirklich viel herumexperimentieren. Ich habe jetzt hier den Tape-Streifen auch einfach in der Länge halbiert und auch in der Breite halbiert. Da hat es dann gleich wieder einen ganz anderen Look und man kann ihn für ganz unterschiedliche Art und Weisen nutzen. Eine weitere Doppelseite habe ich dann meinem Holzworkshop gewidmet, von dem ich euch ja auch schon mal erzählt habe. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel auch, dass ich ein Foto auch mal zugeschnitten habe, wenn es dann nicht mehr ganz auf die Seite gepasst hat. Generell war es bei mir jetzt ganz gut so, dass zwei Fotos hochkant immer gut nebeneinander gepasst haben. Das habe ich dann recht häufig so genutzt. Aber habe auch sehr häufig die Fotos einfach auch überlappen lassen oder mal jetzt wie hier zum Beispiel ein Foto einfach mittig gesetzt und dann einfach drumherum nur was geschrieben und mit Tape dekoriert. Also das ist so ein bisschen sich abwechselnd zwischen mal mehr gefüllten Seiten und etwas leereren Seiten. Hier habe ich dann mein Wochenende in Berlin festgehalten, wo ich mit Linda, Lotti und Nastja gedreht habe und habe dann von allen dreien quasi so passende Fotos mit ausgedruckt. Und auf einer Lesung von Mirella war ich auch und habe das dort ja einfach so zusammen festgehalten. Man kann aus den Washi-Tape-Streifen auch super schön solche Pfeile schneiden, wie ihr das vielleicht hier seht. Und was ich auch immer gemacht habe, ist, dass ich die Namen der Leute an die Fotos geschrieben habe. Auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben klingt, aber letztendlich, wer weiß, ob man das Buch nicht in 10 Jahren wieder in den Händen hält und dann gar nicht mehr ganz genau weiß, wen man dort eigentlich auf dem Foto sieht. Und bei der Anordnung der Fotos habe ich wirklich immer so ein bisschen erst hin und her probiert, herumgeschoben, wie es gut aussehen könnte, was mir gefällt. Und ab und zu habe ich das dann auch nochmal wieder verändert, wenn es dann doch nicht so ganz passend war. Generell bei den Fotos ist es so, dass die schön matt sind und auch relativ dünn aus dem Druck gekommen sind, was ich super schön finde. Dadurch wird das ganze Buch einfach nicht so dick und das fügt sich dann viel besser ein. Auf den folgenden Seiten habe ich die Hochzeit von einer Freundin festgehalten und die hatte Rosa und Gold so als Thema und deswegen habe ich dieses passende Papier dort mit reingeklebt, um so noch weitere Akzente zu setzen und das finde ich ist auch eine richtig schöne Möglichkeit, wenn ihr sozusagen feste Farben habt, die ihr mit diesem Event verbindet, könnt ihr das natürlich auch total gut mit aufnehmen. Und ich habe auch wirklich immer mal wieder die Stempel genutzt, habe immer mal wieder Fotos kleiner geschnitten, damit es gut harmoniert und gut zusammenpasst. Und wenn ich nicht genau wusste, wie ich eine Seite dekorieren möchte, habe ich eigentlich immer auf das rote Washi-Tape zurückgegriffen, weil das, ja, finde ich, eine schöne, simple Art und Weise war, die mir letztendlich aber wirklich gut gefallen hat. Hier habe ich zum Beispiel auch mal einen Zeitungsausschnitt mit eingeklebt, einfach weil es irgendwie vom Spruch her total gut gepasst hat und ich auch ja die Haptik und die Optik ganz gerne mochte. Dann habe ich angefangen auch noch mit einem Stift einfach mal so die Ecken bunt zu ummalen, um so kleine Akzente reinzusetzen oder auch einfach mal so gestrichelte Linien mit reinzubringen. Das ist eine wirklich sehr simple Möglichkeit, ohne dass man jetzt aufwendig was malen muss, aber dass man einfach mit farbigen Linien das Ganze noch so ein bisschen schöner gestalten kann. Hier habe ich zum Beispiel mit einem dünnen Washi-Tape auch so Linien gestaltet. Das hätte man natürlich auch mit einem Stift machen können, aber man kann quasi auch mit einem dünnen Washi-Tape zeichnen und so noch Linien oder Kanten hervorheben. Auf dieser Seite dreht sich alles um das 4-Wochen-Programm Deine kreative Auszeit, was ich ja im letzten Herbst angeboten habe. Und das wird es auch dieses Jahr wieder geben. Also seid da gespannt, falls ihr das letztes Jahr nicht mitgemacht habt, dann gibt es jetzt dann bald auch nochmal die Chance, das mitzumachen. Das war für mich auch ein großes Highlight des Jahres. Und das habe ich auch wieder einfach mit roten Akzenten so ein bisschen gestaltet, dass es ganz schön aussieht und zu den Fotos einfach auch passt. Generell kann man sich wirklich auch immer daran orientieren, wie die Fotos so aussehen, ob man dann Farben wieder aufnehmen kann. Dadurch lässt sich die Seite auch sehr viel harmonischer gestalten.
Ich habe auch nicht immer darauf geachtet, dass die Doppelseiten zusammenpassen. Manchmal schon, aber manchmal waren es auch eher einzelne Themen. Hier habe ich zum Beispiel auch mal eine komplette Seite mit eher so Einzelthemen gefüllt, die jetzt nicht unbedingt zusammenpassen, sondern eher für sich selbst stehen. Und hier habe ich dann, weil es um Bücher ging, auch wieder eine kleine Buchskizze mit reingebracht. Habe das mit Bleistift vorgezeichnet und dann einfach mit einem Fineliner und roten Akzenten nachgemalt. Und dann habe ich am Ende noch eine Seite integriert, wo es um meine Songs aus dem letzten Jahr ging. Das sind jetzt nicht meine absoluten Lieblingssongs, sondern es ging eher um Songs, die ich mit diesem Jahr oder mit bestimmten Ereignissen in diesem Jahr assoziiere. Und ich finde es schön, die irgendwie auch da nochmal gesammelt drin zu haben. Eine weitere Möglichkeit, gerade für die erste Seite, ist, diesen Jahreskreis mit aufzunehmen oder auch einen Zeitstrahl, wo ihr kurz zusammenfasst, was ihr so gemacht habt in dem Jahr, je nachdem, was euch da besser gefällt. Ganz vorne habe ich dann einfach einen für mich typischen Etikettierstreifen noch drauf gemacht, weil ich den Look total gerne mag und habe ein Band noch dazu genommen, um das Buch zusammenzubinden, damit es einfach gut geschlossen ist, da es durch die Fotos jetzt ein bisschen dicker geworden ist. Man kann das Band auch hinten festkleben. Das habe ich bei anderen Büchern schon häufiger gemacht. Ich habe es jetzt erstmal einfach so drum gebunden. Mal schauen, ob ich es noch festklebe. Und ihr seht, es ist schon ein bisschen gefüllt. Ich habe euch jetzt nicht jede Seite gezeigt, weil natürlich einige Sachen auch ein bisschen privater sind. Aber ich bin total happy, wie es jetzt geworden ist. Ich liebe einfach auch diesen Prozess des Einklebens, des Seitengestaltens. Das ist einfach eine so schöne Möglichkeit, sich kreativ auszutoben und ist irgendwie ja, eine richtig schöne kreative Auszeit, sich hinzusetzen und dieses Buch zu gestalten. Ich bin total verliebt in das Buch, wie es jetzt geworden ist. Ich freue mich, dass ich das endlich geschafft habe dieses Jahr. Ich habe mir das die letzten Jahre ehrlich gesagt auch immer mal vorgenommen, aber habe es dann doch nicht so umgesetzt. Ich finde, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Man kann es natürlich auch ganz wild und bunt und noch viel aufwendiger gestalten, noch viel mehr irgendwie Konzertkarten und andere Sachen einkleben oder es wirklich nur bei Fotos belassen und das so ein bisschen moderner, schlichter zu gestalten. Da gibt es echt so viele Sachen, die man ausprobieren kann. Ich mag es aber super gerne, wie es jetzt geworden ist und würde mich total freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, ob ihr sowas macht. Sammelt ihr Fotos aus dem letzten Jahr? Habt ihr vielleicht eine Box, wo ihr einfach so die Fotos reintut, ausgedruckt? Oder habt ihr die Sachen irgendwie sortiert auf dem Laptop oder macht sogar ein digitales Fotobuch, was ihr dann bestellt? Also es würde mich voll interessieren, mal eure Varianten in den Kommentaren zu lesen. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, dann drückt super gerne auf Abonnieren kostenlos hier auf dem Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr und dann könnt ihr noch diese kleine Glocke aktivieren, dann werdet ihr auch wirklich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Ansonsten gibt es immer an einem Sonntag neue Videos und bis dahin wünsche ich euch eine super schöne Woche und überlegt doch mal vielleicht auch ein paar Fotos für euch ganz persönlich auszudrucken. Tschüss!